Schönen guten Tag, hallo. Ich begrüße euch alle herzlich zur ersten Folge von Rogue State. Ein Aufbaustrategiespiel ähnlich zu sehen. Aufbaustrategie, ja. Ich würde sowas sagen, geht in die Richtung von Democracy und ja, und einem Aufbauspiel, wo man das Land auch selber sieht. Spielt in einem fiktiven Land. Ich habe die Entwickler gerade eben angeschrieben, ob ich das hier aufnehmen darf. Also ich nehme das schon auf, bevor ich das schon habe. Das Agreement, aber ich gehe davon aus, dass ich das bekomme. Die schienen relativ, also was ich auf der Website da gesehen habe, eigentlich ganz cool zu sein. Ich habe es schon ein bisschen was. Also ist nicht ganz neu, das Spiel. Ich habe es schon, also ich habe einmal angefangen, wo man alles erklärt bekommt und dann einmal ein normales Spiel gemacht, bis zum Ende durchgespielt. Also ich weiß, worauf es hinausläuft, dieses Spiel. Ich werde das aber nicht euch spoilern in irgendeiner Form, indem ich halt sage, was passieren könnte. Es gibt auch ein paar Zufallsevents, die ich auch noch nicht kenne oder wie auch immer. Aber ich weiß zumindest grob, wie man spielt. Ne? Ich will wissen, nee. Ja, passt schon. Okay, fast unmöglich ist ein bisschen zu extrem. Das passt. Nee, keine Pandemie machen wir nicht an. Was ist das hier? Okay, die. Nee, 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 nee. Also enges Budget. Detaillierte nationale Daten verfügbar. Ja, ich will das schon irgendwie sehen. Wir haben viele große Städte, ein paar große Städte, kleine Städte. Ja, ein paar große Städte. Wir machen es uns mal ein bisschen schwieriger. Der BFB existiert. Nee, das nervt nur. Okay. Jedenfalls, es geht sich in diesem Spiel darum, bevor ich jetzt alles hier einmal durchklicke. Wir sind in einem fiktiven Land, das vorher von einer Diktatur geherrscht war, wo eine Diktatur geherrscht hat, beziehungsweise eine Königsfamilie. Die ist gestürzt worden. Dann kam es zu einem Bürgerkrieg und der Bürgerkrieg ist beendet worden, nachher mit diplomatischen Wahlen. Es gibt im Prinzip jedoch zwei vorherrschende Kulturen, also eine vorherrschende Kultur und eine Minderheit. Und wir sind halt der Präsident davon. Wir gehören aber zu der vorherrschenden Kultur. Darum müssen wir halt auch Besonderheiten auf die Minderheiten legen. Also wir müssen auch ein bisschen gucken. So. Und jetzt gucken wir uns einfach mal alles durch. Also Handlung immer abspielen. Ja, müssen wir eigentlich nicht haben. Ist aber egal. Sanfter Start. Die ersten Monate sind geführt. Nee, danke. Erwarten von Ministern. Anfragen sind sehr herausfordernd. Ja, meinetwegen. Erwarten in der Öffentlichkeit. Die Qarifi unterstützen verringert sich mit der Zahl. Wiederwahlen erfordert. Normale Meinung von Ihnen. Journalisten sind teuer. Ja, können wir so machen. Die hier Besenji, das ist das Land, was wir halt regieren oder wo wir sind. Besitzt viele Berge und Hügel, fruchtbares Land ist selten. Das ist okay. Handelsvolumen ist normal, ja. Mittlere Dichte. Das hier, normalerweise bin ich natürlich dafür, aber das ist, erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Patrizier oder so gespielt habt, Piraten. Wenn man die Piraten hochstellt, das ist einfach nicht schwieriger, es nervt. Und nervige Funktionen habe ich halt kein Interesse dran. Weil du läufst denen nur hinterher. Du musst halt ein bisschen Armee bauen, kostet ein bisschen was. Ja, macht es dadurch ein bisschen halt für Economy ein bisschen schwieriger. Aber du läufst denen halt nur hinterher. Das ist. Ach, nee. Normales Handelsvolumen, normale Motive, ausländischer Staatsoberhaupt. Okay. Reichlich Gold zu begegnen. Nee. Enges Budget, das ist okay. Die nationalen Daten will ich sehen. Unlocked Bonus. Nee, wir starten schon mit dem Bonus, oder?
Ja, wir starten mit dem Bonus, weil das ist erhöht das hier nicht. Wir haben ausschließlich jetzt ein bisschen weniger Städte, das passt. Weil wenn ich mir so vorstelle, so ein bisschen sowas ähnliches wie Afghanistan oder jetzt wo der IS geherrscht hat, wo alles platt ist einfach mal und das so von nichts auf wieder stehen zu lassen, also das wäre eine Realität. Ich würde natürlich jetzt hier das Äquivalent halt spielerisch haben in einem fiktiven Land. Das müssen wir jetzt nicht wirklich, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, ein stolzer Tag für Ben Bessenji. Wir werden ihn Namen. Wir werden ihren Namen in die Geschichtsbücher eintragen. Dajani. Lassen wir. Normalerweise West, aha, oder? Na komm, ist der West. Obwohl Dajani ist okay. Das ging nicht gut aus. Amtsantritt wieder mal. Diesmal muss es besser laufen. Ja, eigentlich, was heißt besser laufen? Also beim letzten Mal habe ich es In geschafft. Basenji today, there is a mood of jubilation as thousands crowd the streets in celebration. The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji is a success. 5 years ago, the monarchy was replaced by a transitional government. And now, finally, after great struggle, democracy has come to Basenji. For the first time in their turbulent history, both Basenji and ethnic Karifi are voting for a government of their choice. 12 political parties campaigned, representing a wide political spectrum. With the largest, the Basenji Nationalist Party, sweeping the election with 72% of the vote. Good morning, Your Excellency. My name is Sibiria. I have been assigned as your political strategist. And I am Yusuf. I will be serving as your military attaché. The first task before you is to appoint cabinet roles for representatives from across our great nation. These are critical positions. Once appointed, cabinet members are constitutionally protected. They cannot be removed from office. Indeed, you will be stuck with these ministers, for better or worse. I would advise you listen to their needs. And I say look for loyalty. There will be hard days ahead. We will need a cabinet that is on our side, no matter what. So, jetzt, wir sind natürlich der Präsident oder wie auch immer. Aber wir können nicht ohne ein Kabinett regieren. Ne? Das sollte relativ klar sein. Wir haben zwei sehr, sehr nette Berater. Einmal hier diese Dame, das ist Isabria. Ob ich den Namen richtig spreche, weiß ich nicht. Man könnte ihn versuchen, teilweise hier alles ein bisschen arabisch auszusprechen. Will ich mich nicht dran wagen. Wird nicht funktionieren. Jedenfalls, sie hat ihren Master in Politikwissenschaften an der Universität Oxford erhalten und arbeitet für den ehemaligen Wahlkampfhelfer. Okay. Bevor dieser in Ruhestand ging. Sie ist überzeugend und manipulativ und feist. Die ist manipulativ, okay. Und weiß, worüber die Leute reden. Zudem kann sie ihnen die Art von Informationen liefern, die sie nirgends fi sonst finden. Okay. Yusuf stieg in der kürzesten Zeit in den Rängen der Streitkräfte von Basenji auf und verdiente sich zahlreiche Auszeichnungen, obwohl er im Basenji-Bürgerkrieg nun selten in den Kämpfen verstrickt war. Er ist dafür verantwortlich, sie in militärischen Angelegenheiten zu unterrichten und ihre Anweisungen an die Generäle von Basenji weiterzugeben. Eigentlich gut und schlecht. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin Präsident oder sowas, dass er, dass einer nur die in einem gerade zerrütteten Land, was aus dem Bürgerkrieg kommt, nur einer den Generälen unterrichtet, der unter mir steht, halte ich fürs schwierig. Diese Person, wenn man es nicht selber tut, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass er uns verrät oder sonst was, ne? Bitte jetzt gerade nicht falsch verstehen, sondern jetzt einfach nur von der Logik her, wie dieses Spiel funktioniert. Jedenfalls, das sind die Berater, die ich einsetzen kann für diese 8 Ämter. Die einzige, die, wenn ihr dieses Spiel kaufen solltet,
nicht habt, ist von Anfang an Siedi, diese Dame, das ist Fatima Kamsis. Da unten seht ihr direkt, wie sie halt politisch steht. Und hier, also da konservativ, säkulär. Und hier oben, da habt ihr einmal die grauen Symbole sind halt das, wofür das steht. Und dieses grüne Symbol ist halt, welche ihre Heimatprovinz ist. Gehen wir später drauf ein. Sie ist eine Wohlstandsschöpferin. Als ehemalige Direktorin einer der größten Privatbanken Bisenjis hat sie dem Land in den letzten 5 Jahren mit zum Wohlstand verholfen. Okay. Spieler können die Landeszentralbank bauen, ein fortschrittliches Gebäude, auf den Wohlstand erhöht und auf eine Verhandlung von Staatsanleihen zu besseren Zinsen sorgt. Die Sache ist die, Zentralbank kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gebaut, weil ich habe die noch nicht gespielt. Bringt aber jetzt hier die besseren Zinsen für die Staatsanleihen, weiß ich nicht, weil ich will eigentlich versuchen, möglichst ohne Staatsanleihen zu spielen, weil die Zinsen sind übel. Gefallen gegen Spionage, ja, ist nett. Sie ist im Rahmen einiger der umweltschädlichsten Unternehmen des Landes in... Was? Sie ist im Rahmen in einigen der umweltschädlichsten Unternehmen des Landes investiert. Sie hat im Rahmen in einigen... Im großen Rahmen. Oh. Okay, vergiss was. Manchmal bleibt es ein bisschen hängen. Und wird eine Agenda der industriellen Deregulierung verfolgen. Ausbau drin. Die Wüstenbildung Bisenji wird um 250% erhöht. Alle Gebäude, die in Nebenbildung produzieren, sorgen für doppelt so hohe Verschmutzung. Das ist übel. Das ist wirklich übel. Also da, die muss man echt überlegen, ob man die sich nimmt. Weil der Mali mit der Wüstenbildung, boah, das ist nicht ohne. Dann haben wir Tariq Bador. Er wird die Übergangsjahre von der Monarchie zur Teildemokratie... Was? War während der Übergangsjahre von der Monarchie zur Demokratie Teil der Exekutive. In dieser Zeit hat er viele fragliche Entscheidungen der Vorgängerregierung miterlebt. Das hat ihn zum Einzelgänger werden lassen, der Dinge auf seine Weise regelt. Einzelgänger, ne? Zweigt jeden Monat einen Teil von der Staatskasse ab, doch verbessert in seinem Ressort Kosten... Was? Doch Verbesserungen in seinem Ressort kosten nur Gefallen, kein Geld. Okay. Egal für welche Position sie ihn nennen, die Vorgabe eines Kabinetts blablabla, ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Einigkeit und nicht die Teilung im Vordergrund stehen. Er gehört halt, wie ihr hier seht, obwohl, nee, das seht ihr hier gar nicht, ne? Er gehört jeweils zu den Qarifi. Die Qarifi ist halt diese Minderheit, ne? Dann haben wir noch Madeja Natsa. Ich könnte eigentlich alle vorlesen, aber ich glaube, ich bleibe mir so ein bisschen drüber und fasse das mal lieber zusammen. Weil erstens, mein Vorlesen ist Katastrophe, das habt ihr selber gerade gemerkt. Zweitens, ja. Blablabla. Ist halt eine Menschenfreundin. Ihr Ministerium arbeitet ohne Kosten. Das ist gut, aber sie ist eine Süchtige. Das bedeutet, die wird ab und zu mal verschwinden. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht, weil in der Zeit arbeitet sie halt nicht. Andererseits kann man in dem Moment auch nichts umstellen. Ja, ja. Also ist nicht gut, aber ist okay. Es gibt schlimmere Dingens. Der hier ist beliebt. Sorgt halt dafür, dass die Zustimmung seiner Heimatprovinz steigt. Aber dafür muss er einen mögen. Das ist dieses rote Ding. Das ist auf jeden Fall eigentlich relativ wichtig. Andererseits ist er auch Egoist, wenn wir seine Forderungen nicht erfüllen. Weil die werden ab und zu auf uns zukommen und sagen, hey, mein Bezirk braucht dies und jenes. Was nicht immer umzusetzen ist. Das Problem, später ist es leicht umzusetzen, wenn man das Geld hat. Und schon die Zustimmung der Bevölkerung hat. Dann ist das in Ordnung. Aber die werden teilweise am Anfang und in der Mitte Sachen fordern, die sich nicht umsetzen lassen einfach. Komplett nicht. Da kann das manchmal ein Problem geben. Dann haben wir hier einen Typen, der... Moment, das war Karim Süleyman. Dann haben wir Adnan Bilal. Der ist einfallsreich.
Das kann uns Vorteile bringen, auf jeden Fall. Weil es kommen Ereignisse, wo er dann uns Vorteile bringt, weil er neue Entscheidungen so bringen kann. Ist aber ein Schwachkopf. Also, er schaltet Sachen wirklich merkbar langsamer frei. Wenn man es aber schafft, regelmäßig seine Sachen, halt das, was er fordert, an Aufgaben zu schaffen, was meistens sogar geht, weil er ein Idiot ist und er interessanterweise auch nicht oft, also zumindest da, wo ich da gespielt habe, nicht Sachen gefordert habe, die unmöglich sind, im Gegensatz zu ihm, ist das eigentlich okay. Dann haben wir noch Nada Adat. Das ist ein zweischneidiges Schwert, diesen Typen zu holen. Konservativ und religiös, ja, okay. Ist ein inspirierender Anführer, da wo er halt zugeteilt ist. Da gibt es halt kostenlose Verbesserungen. Der ist ein alter Kriegsheld. Das Problem ist, er ist alt und schlechter Gesundheit. Der kann jederzeit sterben. Andererseits, wenn er nicht stirbt, was auch passieren kann, ein genialer Typ. Dann haben wir Noor al-Hadi. Genau dieselbe Resort wie er, wie sie hier. Also muss man halt ein bisschen gucken. Sie ist fromm. Sie beginnt mit 3 Gefallen. Das ist geil. Je nachdem, wo man die einsetzt, beziehungsweise nicht, wo man die einsetzt, das ist eigentlich mega. Weil man kann diese Gefallen gegen Geld eintauschen. Das bedeutet, man hat als Puffer 300 Geld. Man kann das ja immer da eintauschen. Man kann es entweder gegen Spionage, da ist die Kacke, 8 Spionage ist vollkommen egal, aber gegen 100 Dingens tauschen, top. Das Problem ist, sie ist taktlos, wodurch die Loyalität der anderen immer um 1% jede dritte Runde sinkt. Also muss man sich permanent um die anderen kümmern. Später, wie gesagt, kein Problem. Am Anfang kann es ein Problem sein. Andererseits, ne, die Gefallen, dieses 300 Gold, mega geil. Hier, der Typ ist sparsam. Verringert die Baukosten für Gebäude, die zu diesem Ministerium gehören. Also wenn man zum Beispiel zu den Rohstoffen ihn hier setzen würde, ist das schon nicht schlecht, weil am Anfang braucht man viele Rohstoffe, hat, ist dann günstiger. Aber ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinsetzen werde. Und unter Umständen kann er, genau, manchmal wechselt er einfach die Politiken, die man forscht, ohne dass man es mitbekommt. Ist ein komischer Kerl. So, aber. Also ihn werde ich benutzen als Verteidigungsminister. Alter General, der muss dahin. Jetzt überlege ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich die... Also die würde ich eher als... Das Problem ist mit dieser Wüstenbildung, das stört mich so dermaßen am Anfang. Vielleicht später ist das okay. Am Anfang wäre das eine Katastrophe, die zu Wort zu nehmen. Ja, der ist finanzbeliebt. Rohstoffe, stimmt, ich habe ja auch noch das. Wobei Rohstoff ist am Anfang wichtig. Das Innenministerium ist eigentlich auch nicht unwichtig, Finanzministerium. Jetzt ist die Frage Entwicklung. Verantwortlich für Verkehr, Gesundheit, Bildung. Theoretisch könnte ich eigentlich hier drauf verzichten. Verantwortlich für die Streitkräfte des Geheimdienstes. Und darauf kann ich erstmal verzichten. Steuern, wichtig. Kultur und Bürger ist wichtig. Internationale Beziehungen, es geht so. Justiz geht so. Also eigentlich will ich den Innenminister haben. Ich glaube, der alte General ist Innenminister oder den Vollidioten. Weil wenn ich ihn einmal eingesetzt habe, dann ist das safe. Okay, ich lasse das Finanzministerium außen vor. Er hier geht, also als sparsames Entwicklung eigentlich gar nicht verkehrt. Finanzsystem. Da ist theoretisch eher nicht schlecht. Lassen wir so.
Okay, man kann nämlich am Anfang nur 4 nehmen, die anderen kann man später einsetzen. Da würde ich auch sagen, als nächstes kommt der Verteidigungsminister dran oder der Justiz. Wobei der Verteidigungsminister, der ist am Anfang nicht so wichtig. So, das ist Benanji oder wie auch immer. Man hat 5 Regionen. Ne? Das hier sind diese, das sind die Städte. Zack, 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 zack. Die Region, also das ist das, was man einfach eingestellt hat, in diese Städte. Hier haben wir sogar 2 drin, da 1. Da haben wir sogar 3 drin. 1, 2, 3. Da nur eine. Hier 2. 2. Eine. Okay. Erstmal zur Übersicht. Da haben wir wieder die Ministerien. Da gehen wir sofort drauf ein. So, man kann hier Politiken einstellen. Am Anfang, Autos haben Priorität, wie Umweltverschmutzung müssen wir mitleben. Dann können wir hier noch eine Forschung auswählen, aber da können wir bis nach hier unten irgendwas auswählen. Und das dann freischalten, womit wir, was wir dementsprechend verwenden können. Zeit ist um, aber da gehen wir jetzt erstmal noch komplett hier einmal auf das Menü ein. Dann gehen wir in der nächsten Folge erst richtig los. Telekommunikation, wir könnten ein Staatsinternet machen oder nur eine Internetzensur. Ihr seht hier rechts, was das alles bringt, ne? Es hat halt alles Vor- und Nachteile. Dieses Besenji-Net kann gut sein, damit wir mehr Spionage bekommen. Die können wir gebrauchen am Anfang eigentlich. Also am Anfang kann man eher, muss man halt, so, der Witz ist dabei, totalitär zu regieren ist eigentlich am Anfang geil, weil bestimmte Sachen reinkommen. Für Wachstum und so weiter und für Zufriedenheit eine totale Katastrophe. Aber man braucht theoretisch die Zufriedenheit am Anfang, sonst ist es auch kacke, weil sonst kommen ziemlich viele Rebellen und so weiter. Also, ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Bürokratenzustimmung, okay. Kommunisten, ja, ist auch eigentlich alles egal, ne? Da seht ihr, ich sehe jetzt auch gerade, hier sind ein paar, also die Kommunisten und Bürokraten waren beim letzten Mal gar nicht dabei. Müssen wir uns vielleicht mal umgucken. Und hier haben wir Bildung, nationale Bildung oder eingeschränkte Bildung, ländliche Zustimmung, Bildung. So, das Problem ist, dass ich am Anfang eigentlich keine Kohle habe. Es kostet mich 5 am Anfang mehr und da wir jetzt schon kein Geld haben, bringt uns das gar nichts. So, aber wir können auf jeden Fall unsere erste Forschung mal reinhauen. Frequenzsteigerung, das kriegen wir ein bisschen Geld für. Unterhalt, Tempolimit aufheben. Mautstraßen verursacht mehr Verkehrsstau. Wieso macht... Okay. Zugang für Nadeln, ja, das ist Gesundheit. Brauchen wir alles noch nicht. Religiöse Bildung, Universitäten, das kostet alles Geld. Am Anfang ist halt das Wichtigste, erstmal Geld reinzubekommen. Da bin ich mit den Mautstraßen eigentlich komplett konform. Es bringt mir 15 pro Runde. Hä? Wieso, wenn ich da drauf drücke, funktioniert... Ich kann... Ah, nein! Ich konnte 2 Technologie freischalten. Jetzt habe ich das... Oh, nee, ey. Nee, das machen wir gleich neu. Also das war nicht beabsichtigt. Wenn das ein beabsichtigter Move wäre, könnte ich das, dann hätte ich jetzt nochmal gesagt, shit happens, selber dein Problem. Aber ich habe es nicht verstanden, dann ist das echt dumm. Lass mal weiterlaufen, ja, ja. Dann erkläre ich mir nochmal, also wenn wir einmal durchklicken, ne, ihr wisst, was ich meine, dann machen wir das richtig hier. Überspringen.
Du warst Entwicklungshelfer, Innenminister, Finanzminister, Rohstoffe. So, ja gut, da haben wir jetzt ähnliches Land, ne? Ist ja egal. Wieder 5 Regionen, wobei die Aufteilung richtig trash ist, weil 2 so langgezogene sind richtig kacke. Also das Land ist beschissener, aber gut, dann ist das so. Mautstraßen bin ich aber erstmal wieder konform mit, den zu nehmen. Aber jetzt wissen wir, dass wir damit direkt dann eine holen würden, damit wir Geld reinbekommen. Hier würde ich jetzt erstmal noch nichts ändern, das passt mir so. Reiseverbot ist erstmal in Ordnung. Offene Grenzen, Wohlstand. Oh, das ist gar nicht mal verkehrt. Zustimmung illegaler Migranten. Internationale Sicherheit, öffentliche Sicherheit. Zustimmung illegaler Plokraten, Wohlstand. Der Wohlstand interessiert mich eigentlich gerade. Aber die internationale Sicherheit geht runter. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen Tourismus. Staatsbürgertest, ja. Wahlverbot für Migranten, das ist aber Käse. Arbeitsvisa. Wir ermutigen Arbeitskräfte aus dem Ausland nach bei Gensi zu kommen und wichtige Arbeiten zu legen. Sie werden blablabla. Bla bla. Das ist das hier, ne? Zustimmung. Okay. Nicht existent. Das ist aber eigentlich Quatsch. Können wir später machen, aber ein Land, zwei Nationen, das ist Käse. Die brauchen wir, die Ausweise. Ja, das ist. Wir müssen alles bezahlen. Ah, oh, die müssen wir nicht bezahlen. Quafi oder Immigranten können für. Nee. Die USA und Russland und China können. Aha, okay. Die Quarafi oder Immigranten können für Bajin als Problem zu einer Rede genutzt werden. Ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Internationale Diplomatie wird damit eingeschränkt, das ist Kacke. Ja, das lassen wir lieber so. Tag des Gebetes, Paraden, der Befreiungstag, das ist eigentlich ganz geil, aber das brauchen wir nicht unbedingt sofort. Wir machen danach dann auch die Entscheidung, die wir machen wollen. Das bringt die meisten Steuern, lassen wir so. Offshore-Banken. Gewerkschaftsverbot. Okay. Rohstoffe. Ja, da sollte es bestimmt was geben. Sonnenenergie. Die Georegulierung. Grüne Wirtschaft. Nee, nee. Minusbeutung. Ich bin ganz ehrlich. Ich überlege, das hier zu machen. Einfach. Wir müssen mal anfangen, Steuern sparen. Das kostet mich jetzt hier 2. Aber wir haben ein Budget. Das können wir einstellen. Wir können hier komplett mal auf die Umwelt verzichten. Und genau. Dafür das hier machen. Und damit gleichen wir es ein bisschen aus. Ne? Ein bisschen nur. So, okay. Was will ich jetzt von dir haben? Solarzellen, weiß ich noch nicht. Windenergie, weiß ich nicht. Erneuerbare Infrastruktur erlaubt größere Investitionen. Ja, ist okay. Grüne Wirtschaft, Minen. Ich weiß noch gar nicht, ob das bei mir groß habe. Staudämme öffnen. Erhöht den Wasserstand von Flüssen, die noch keinen maximalen Pegel erreicht haben. Erhöht hydraulische Aktivitäten. Okay. Bürger müssen. Ja. Das darfst du bitte gerne machen. Das dient dem Umweltschutz. Das ist in Ordnung. Casino. Keine Ahnung. Steuergutschrift. Erlaubt es größere Investitionen, bla bla bla. Ja, das kann ein Problem werden. Staatliche Investitionen. Religiöse Gemeinden besteuern, das gefällt mir. Am Anfang ein bisschen Kohle. Die Religionsgrößen müssen wir zwar auf unsere Seite bekommen, aber da gehe ich aber auch noch später drauf ein. Geburtsortprinzip, legale, konservative Zustimmung.
Ich hätte gern die Arbeitsvisa eigentlich, internationale Sicherheit. Weil Staatsbürgertest Ausweise. Ne, die Ausweise haben wir uns zuerst. Komm, die schränken wir ein, ist okay. Finanzielle Verantwortung. Autos haben Priorität. Nachhaltigkeit. Du hast die Mautstraßen. Internetüberwachung wäre gar nicht verkehrt. Datenschutzverordnung, Frequenz. Sie verkaufen Rechte an Unternehmen. Bla bla bla. Stipendien. Ländliche Zustimmung, konservative. Minus. Ah, okay, das ist eine bessere Bildung als das andere. Das ist schon okay. Also wir wollen auf jeden Fall eine nationalistische Bildung. Initiative sauberes Wasser. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Andererseits brauche ich Kohle am Anfang. Mit dem sauberen Wasser können wir später drauf eingehen. So. Jetzt haben wir die Minister durch. Hier können wir verschiedene Sachen sehen, aber da können wir, glaube ich, zum gegebenen Zeitpunkt mal drauf eingehen. Das hier sind halt die Provinzübersichten. Da kann man sich ein bisschen durchklicken. Aber im Prinzip ist es, gehen wir dann zum jeweiligen Zeitpunkt genauer drauf ein, wenn wir da was suchen. Das könnt ihr euch selber hier durchlesen. Das sind halt die verschiedenen Volksgruppen. Das sind die verschiedenen Auswirkungen, was, wieso, weshalb. Zum Beispiel Umwelt haben wir ja ein bisschen reduziert. Darum geht es auf 4,5 runter. Aber wir haben halt die Ökologie-Studien gemacht. Darum geht es nicht so krass runter. Rote Zahlen sind schlecht. Orange sind gerade, geht es so. Weiß ist okay. Wir wollen aber am liebsten grüne Zahlen haben hier. Kommen aber auch noch nicht drauf. Hat natürlich auch Vorteile, wenn man zum Beispiel Wohlstand hochbringt. Mehr Wohlstand bedeutet mehr Kohle, weil die geben mehr Steuern. Es gibt 5 Hauptressourcen, die einen Bedarf in der Bevölkerung haben. Man verkauft es an die Bevölkerung, also man produziert Sachen. Man verkauft es an die Bevölkerung. Man sieht es zum Beispiel hier, ne, pro Einheit, was der verkauft wird, was man da bekommen würde. Wir produzieren, haben zwar 90 Nahrung, aber aus den UN-Geschichten und damit kriegen wir kein Geld. Wir haben es zwar, aber wir kriegen nichts dafür. Die Dinger kann man abreißen, können wir später noch drauf eingehen. Das andere müssen wir bauen, gehen wir zum gegebenen Zeitpunkt ein, das ist unser Geld. Wir haben eine gesunde Wirtschaft, das ist unser Geheimdienst, das ist die Energie, die müssen wir uns später drum kümmern. Werden wir in der nächsten Folge drum machen. Demografie, das ist fürs gesamte Land, ja, ist okay. Das Einzige, was wir kurz machen können, ist hier Immigranten, illegale Immigranten. Das ist die Qarifi, die eine sehr, sehr geringe Bevölkerung, also diese Minderheit. Und das ist diese Hauptbevölkerung. Ne? Das sind die politischen Ansichten. Wir haben eigentlich ziemlich liberale Bevölkerung. Ein paar Kommunisten, ein paar Plurikaten. Religiös, wir sind relativ religiös. Ziemlich städtisch, eher anstatt ländlich. So. Budget haben wir gerade eben drauf angesprochen. Diplomatie können wir irgendwann mal drauf eingehen, wenn wir dann weiter irgendwas machen. Wir müssen erstmal, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, ne? Straßen bauen, normales bauen, okay. Ich glaube, damit haben wir eigentlich alles. Ich werde gleich erstmal um die Energie kümmern und dann sollte es passen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, zumindest diese Folge, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.